Oh, sagt mir bitte, ja, es ist hier vorne. Leute, ihr macht mich so glücklich. Sprich mit mir. Oh, ein Kunde. Hallo. Mein Name ist Kit Kurzhaus und das hier ist Kits Kuschelhütte. Komm doch herein und triff mein Team professioneller Kuschler. Sind sie nicht süß? Sie sind Nebelfüchse, eine besondere Art, die nur hier in Nebelfall existiert. Vor hunderten Jahren wurden sie von Bauern gezähmt, um ihre Felder von Mäusen und Vögeln zu schützen. Jetzt sind sie die süßesten und kuscheligsten kleinen Welpen auf der ganzen Welt. Und jetzt kommen wir zum besten Teil. Ja? Ja? Kids Kuschelhütte. Wir bieten Kuschelsitzungen vor Ort und Expresslieferungen. Miese Laune? Dringend ein kuscheliger kleiner Freund gesucht? Dann bist du hier richtig. Mit unserer Online-Bestellung kann ein lizenzierter Kuschler schon innerhalb von 30 Minuten an deiner Seite sein. Egal wo du bist. Bestelle jetzt und die Nebelfüchse lassen deine Energie an die Decke gehen. Puh, hast du das alles mitbekommen? Susanne, ich habe gerade eine Bestellung für unser Premium-Kuschelbär-Tränenfrei-Express-Angebot erhalten. Aber ich kann mich gerade nicht darum kümmern. Wir sind hier gerade etwas überbelegt. Ich höre das Telefon dringend klingeln, aber ich komme nicht ins Haus, denn die Füchse schlafen mit einem riesigen Haufen vor der Tür und versperren sie. Ich muss mir etwas anderes überlegen. Kannst du vielleicht in der Zwischenzeit die Lieferung für mich erledigen? Das ist eine Premium-Bestellung, also sende ich meine beste Freundin... Meine beste Kuschelberaterin, Fräulein Peggy Pfötchen. Sie freut sich so darauf, sie kann kaum stillhalten. Die Kunde muss irgendwo in Dundul sein. Nimm diese Transportbox mit und übergib sie ihr. Bring Fräulein Pfötchen nach der Kuschelsitzung zurück zu uns und hol deine Belohnung ab. Okay. Ach so, eine Transportbox. Okay. Ja, das ist aber auch hier. Das ist in Ordnung. Schauen wir mal, wo das ist. Und danach schalte ich das bestimmt frei, dass ich die auch kaufen kann. Oh, bitte, 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 bitte. Auch wenn ich nicht wirklich das Geld dafür habe, beziehungsweise die Star kommt. Aber wir haben ja bald wieder Monatsende. Die da? Okay. Dein Ernst jetzt? Warum kann ich das nicht vom Pferd aus machen? Oh, vielen Dank. Ich lasse den Nebelfuchs einfach aus der Box. Oh. Ach, so weich, warm und flauschig. Dank, ich hatte so Heimweh und war sehr traurig, aber jetzt geht es mir besser. Fräulein Pfötchen, kommen Sie bitte wieder zurück. Ich dachte, ich soll die wieder mitnehmen, aber ich habe keine Box mehr. Was ist das denn jetzt? Hallo. Setz doch mal auf, Mann. Das ist in der Tat sehr seltsam. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wieso ich jetzt keine Box mehr habe. Ich sollte die doch nach der Kuschelstunde wieder mit zurückbringen. Am Ende musste ich das hintere Fenster zerbrechen und konnte gerade noch ans Telefon gehen. Das war ein wichtiger Geschäftsanruf und kein Fuchs ist aufgewacht. Im Prinzip ist also alles ideal gelaufen. Danke, Susanne, für die Lieferung. Fräulein Pfötchen sieht sehr zufrieden aus. Ich glaube, hier wohnen ein paar Füchse zu viel bei mir. Sie tauchen einfach immer wieder auf. Ich könnte schwören, jeden Morgen sind es mindestens vier mehr. Anfangs war es gemütlich. Sicher, manchmal musste ich auf der Couch schlafen, aber jetzt sind die Nebelfüchse überall. Wenn ich die Schranktür öffne, fallen Füchse heraus. Wenn ich die Vorratskammer öffne, sind da keine Lebensmittel, sondern nur Füchse. Und im Badezimmer, ich will gar nicht darüber sprechen. Und als ich letzte Nacht hier auf dem Rasen in meinem Schlafsack lag, dachte ich mir nur, Kit, du musst deinen Geschäftsplan überdenken. Also Susanne, hör mir zu, in Ordnung? Die einzige Lösung besteht darin, einige von ihnen adoptieren zu lassen.
Wir hatten gestern ein Geschäftsmeeting und einige Freiwillige haben sich gemeldet. Sie sind bereit, neue Leute kennenzulernen und die Welt zu sehen. Und die Adoptionsgebühren helfen dabei, die Füchse zu füttern und das Haus zu renovieren. Den Anfang macht das zerbrochene Fenster. Komm jederzeit zu Kids Kuschelhütte zurück, wenn du etwas schmusen willst. Es geht aufs Haus. Oh, mein Gott, die sind noch teurer, als ich gedacht hatte. Kann ich mir aber nicht angucken, weil ich keine Tasche habe. Schneefuchs, ich denke mal, das ist der weiße, rote, bronzene, aschgraue. Ich kann es alles nicht angucken, seit ihr denn des Wahnsinns. Aber sie sind auch sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Ja, das finde ich nicht gut, Leute. Also, Macher von Star Stable, ich weiß, dass ihr Geld verdienen wollt. Und ich weiß, dass das eine super tolle Geschäftsidee ist. Aber ihr macht Leute wie mich arm. Vor allen Dingen Leute wie mich, die auch nur eine Tochter haben, die genauso süchtig nach diesem Spiel sind wie sie selbst. Das ist unfair. Ja, das ist eindeutig unfair. Ich würde sagen, dass ich damit jetzt erstmal diese Quest hier beendet habe. Ich werde mal schauen, dass ich eine Satteltasche besorge und nochmal hierhin zurückkomme und werde das dann so zusammenschneiden, dass wir uns zumindest die Füchse mal angucken können, weil das ist ja doch sehr wichtig. Und wenn ihr auch mal gerne so einen Fuchs haben wollt, dann ja, solltet ihr wissen, worauf ihr euch da einlasst. Okay, also ich schneide das jetzt eben zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Füchse in der Satteltasche sehen können. So, also ich habe mir jetzt mal eben kurz vorübergehend eine Satteltasche besorgt. Aber ich muss sagen, seitdem ich die drin habe, ich denke mal, das ist ein Bug, ist dieses exklusive blaue Satteltasche, das geht irgendwie nicht mehr raus. Keine Ahnung warum. Kamera, so. Ah, jetzt sehen wir endlich mal die Farbe. Also, das ist dieser richtige Fuchs in Fuchsfarbe, sag ich mal. Dann gibt es noch einen bräunlichen. Ja, einen helleren grauen, sag ich mal. Und der ist wirklich hübsch. Wahrscheinlich ist das so der beliebteste Fuchs, deswegen ist es auch der teuerste. Diese eleganten Füchse sind äußerst selten und leben gewöhnlich in den eisigen Bergen im Tal der verborgenen Dinosauriers. Sie sind ein wenig scheu, kuscheln aber gern. Ich weiß, ich könnte mich jetzt dafür umbringen durch das Tor. Aber ich hole den weißen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen für mein Pony. Und die anderen kann ich mir schon leisten, aber es ist halt blöd, weil dann habe ich gar keine Coins mehr. Aber süß sind sie ja. Oh, ich darf nicht gucken, wenn ich das mache, ganz ehrlich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott. Oh, ich darf gar nicht daran denken. Den Schneeweißen hätte ich gerne. Nein, du sollst nicht absteigen. Hallo? Nein? Hallo? Nein? Ich möchte, dass du da drauf gehst, sonst würde ich ja nicht aufs Pferd gehen. Hallo? Da ist doch der Sattel drin. Wieso? Was ist das denn jetzt wieder für ein Mist hier? Kann man sich da irgendwie abholen lassen oder geht das hier nochmal irgendwie raus? Oh, ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Hallo? Nein, ich möchte und ich kann nichts mehr kaufen. Ah, jetzt endlich. Das ist doch nicht normal. So, jetzt nochmal. Nee, da nicht. Ach, hier musste man das machen. Okay. So, allerdings gefällt mir diese Satteltasche überhaupt gar nicht. Da gab es eine, die leider sehr teuer ist. Aber der ist süß irgendwie. Komm mit mir mit. Oh, du bist so niedlich. Du bist so total niedlich. Komm mit, mein Schätzelein.
Wir zeigen dich der ganzen Welt. Okay, das jetzt nicht. Ach so, mir fällt gerade ein. Ich habe ja noch eine Aufgabe hier, genau. Ich würde sagen, dass ich den Auftraggeber jetzt erstmal suche und dann schalte ich euch direkt wieder hinzu.